Zur Feier des Gottesdienstes hier in der Kirche und daheim darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Wollen wir diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus, der uns Freund und Halt im Leben sein will, er sei mit euch. Im Geiste. Liebe Gemeinde, beim Apostel Paulus im Römerbrief heißt es, kein Mensch lebt sich selber, kein Mensch stirbt sich selber. Er weiß, als Menschen können wir nur in Verbundenheit und Gemeinschaft mit anderen leben. Allein oder getrennt von unseren Mitmenschen vermögen wir nichts. Als kirchliche Gemeinschaft ist es ebenso. Ich kann zwar allein daheim oder im Wald beten, aber meinen Glauben feiern kann ich nur in Gemeinschaft mit anderen. Im Gottesdienst dürfen wir diese Verbundenheit Gottes mit uns Menschen feiern, sie vertiefen, stärken und festigen. Gott, der uns Leben schenkt, der mit uns durchs Leben geht, der für uns stirbt und aufersteht, er möchte sich mit uns verbünden. Rufen wir ihn in unsere Mitte. Du bist der Weinstock, wir sind die Rebzweige. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Bleibe du in uns, damit wir in dir bleiben können. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Mit dir zusammen bringen wir reiche Frucht. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, nimm alles von uns, was uns trennt von dir und untereinander. Heile die Wunden von Hass und Streit. Und verbinde uns neu in deiner Liebe. Amen. So lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und uns als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat
und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Schwestern und Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Sei dir. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt
und meine Jünger werdet. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Was bist du denn für ein Früchtchen? So fragt manch Erwachsener einen jungen Lausbuben und möchte gerne wissen, woher er kommt, aus welcher Familie er stammt. Ein anderes Sprichwort sagt, der Apfel fällt nicht weit von Stamm. So erben und erlernen wir viele Dinge und Verhaltensweisen in der eigenen Familie. So ist auch Benehmen nicht nur reine Glückssache, sondern vielmehr eine Frage der richtigen Erziehung. Ob daheim in der Familie, im Kindergarten, in der Schule oder im persönlichen Umfeld, ob Wert darauf gelegt wurde. Auch bei den Vorlieben und Geschmäckern bis hin zu den Begabungen verhält es sich oftmals ebenso. Wenn Vater und Mutter gerne Musik hören und selbst ein Instrument spielen, wird auch das Kind eher einen Bezug zur Musik bekommen und später vielleicht auch ein Instrument erlernen. Wird daheim über Glauben und Gott gesprochen, kann auch das Kind einen leichteren Zugang zum Glauben und zur Religion finden. Vieles saugt man eben mit der Muttermilch auf und Kinder lernen die ersten Schritte ins Leben nur durchs Nachahmen. Ganz gleich, ob es das Sprechen und Laufen ist oder später auch das sich behaupten und durchsetzen im Leben. Wie gut oder schlecht man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht, wie Konflikte gelöst werden, all das sehen und erlernen die Kinder in den ersten Jahren bei den Eltern, kopieren und ahmen es bei uns Erwachsenen nach. Je größer und einsichtiger man dann selbst wird, je mehr man vom Leben versteht und kennengelernt hat, wie zufrieden oder unzufrieden man mit sich selber ist, umso mehr wird man sich hier und da noch auf dem Weg der persönlichen Reifung begeben und verändern. Dabei wird man wohl die guten Gewohnheiten und richtigen Prägungen beibehalten und übernehmen. Und was da nicht so gut geworden ist, die schlechten eher ablegen. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Auch wir dürfen wir uns fragen, was wir für ein Früchtchen sind. Als Christen, als Gemeinde, als Kirche und auch in den Augen Gottes. Wie sind wir geraten und wo entwickeln wir uns hin? Die Antwort des heutigen Evangeliums ist ganz einfach und klar. Abgeschnitten und getrennt von Gott vermögen wir nichts. Dann sind wir wie kleine Kinder ohne Eltern, ohne Familie, ohne Bezugspersonen, von denen wir etwas lernen und erfahren können, von dem wir uns etwas abschauen können. Dann sind wir alleingelassen und können uns nicht recht entwickeln, verkümmern eher. So ist alles nur eine Frage der Verbundenheit, der Beziehung und Verwurzelung. Ein Baum ohne Wurzeln wird keine Früchte bringen. Eine Blume ohne Stiel und Stängel, ohne Blatt, wird nie erblühen. Mit Jesu Worten gesprochen, sind wir die Rebzweige und er selbst ist der Weinstock. Er gibt uns Halt und Kraft und verwurzelt uns mit Gott. Und Gott selbst schenkt uns Nahrung zum Leben, ist die Kraft, die uns zum Blühen, zum Wachsen, Reifen und Gedeihen und schenkt. Gott selbst ist zugleich der sogenannte und sorgende Winzer und die Quelle des Lebens. Wenn ich mich an ihm wie ein Vater, wie eine Mutter orientiere oder an Jesus Christus wie einen guten Bruder und Freund im Leben, dann fange ich an, von selbst seine Lebensweise, seine Freundschaft und Liebe in mich aufzunehmen und lass mich von ihr prägen und bestimmen und ahme sie nach. Insofern ist der Glaube und das Christentum sehr einfach. Ich muss mich nur in Gott festmachen, hineinwachsen in seine Liebe und mich darin verwurzeln.
Alles andere kommt und wächst dann schon von ganz allein, wie die Beeren einer Traube. Man könnte das Bild vom Weinstock auch umdrehen, wem es gefällt. So sollen wir uns verbunden und verwurzelt wissen in Jesus Christus und unsere Triebe und Zweige wie eine Pflanze dem Licht der Liebe, der Sonne Gottes entgegenstrecken, sich von ihr bescheinen lassen, dieses Licht, diese Wärme in uns aufnehmen, dann wachsen die Früchte und Trauben auch wie von selbst. Verbunden sein mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, sich von seiner Liebe durchscheinen, durchdringen lassen, das allein genügt, um einen Wachstumsprozess in uns in Gang zu bringen, um ein gutes, reifes Früchtchen Gottes zu werden. Lass dich von Gott lieben und du wirst selbst ein Liebender werden. Lass dich von Gott umsorgen und du wirst selbst für andere sorgen können und fürsorglich sein. Was du Gutes und Liebes in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Kirche und Gemeinde aus deinem Glauben erlernt und erfahren hast, das wirst du so schnell nicht vergessen, sondern vielmehr pflegen, bewahren und an andere weitergeben. So ist es auch mit dem Weinstock und den Rebzweigen. So ist es auch mit uns und mit Gott. Das Reich Gottes reift und wächst von ganz allein, wie eine Ehre an einem Halm, die sich dem Himmel entgegenstreckt und der Bauer weiß nicht wie und warum. Amen. So lasst uns für bitte halten. Guter Gott, du kennst uns. Wie Rebzweige sind wir mit dir verbunden. Du weißt, welche besondere Pflege wir brauchen. Und du weißt auch, welche Fragen und Sorgen uns belasten. Dich bitten wir. Wir bitten dich für uns als Gemeinde und Kirche. Lass viele gute und neue Früchte bei uns wachsen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Öffne unsere Kirche, damit jeder seinen Platz finde, an dem er wachsen, reifen und gedeihen kann. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Mach uns empfindsam, damit wir uns nicht gegenseitig am Wachsen und Reifen behindern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lass alle Kranken und Notleiden Halt, Kraft und Wurzel finden bei dir und auch bei uns. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Vereine all unsere Toten in deiner Liebe, so nimm sie auf in dein Reich. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, lass uns immer tiefer verwurzelt sein in dir, denn du bist die Quelle allen Lebens. So lass uns hineinwachsen in deine Liebe, damit unser Leben blüht und Früchte bringt, heute und in Ewigkeit. Amen. Gott, unser Vater, durch dein Wort haben wir Zuversicht im Glauben und das Vertrauen, dass wir mit dir in eine gute Zukunft hineinwachsen und unterwegs sind. Brot und Wein stehen bereit, Gaben, die du uns schenkst. Sie mögen uns Kraft geben für unseren Alltag, Kraft geben auf dem Weg zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebt eure Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, bist der Quell aller Heiligkeit, allen Lebens. So kommen wir vor dein Angesicht und bitten, sende deinen Geist über die Gaben von Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn als er aus Liebe zu uns Menschen sein Leben hingab, um uns zu befreien, dann nahm er einmal das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er den Kelch mit Wein, dankte dir wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, haben wir uns hier versammelt und feiern das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bring dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass auch du uns berufen hast, vor dir zu stehen, dir mit unserer Liebe zu folgen und zu dienen. Und wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. So gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, Ordensschwestern und Brüdern, mit allen Kindern und Jugendlichen, Männern und Frauen, die zu einem Leben und Dienst in der Kirche bestellt sind, mit deinem ganzen Volk. Bedenke auch unsere Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie bei dir auferstehen. So nehmen sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es. Gottes Liebe macht uns dazu. Und so dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir in Liebe mit Gott verbunden bleiben, dann können wir reiche Frucht bringen. So bitten wir ihn auch um die Frucht des Friedens. Herr Jesus Christus,
Schau nicht auf unser Versagen, auf unsere Fehler, auf unsere Schwächen, sondern sieh auf das, was uns verbindet. Sieh auf das Gute, um das wir uns im Leben mühen. Sieh auf unseren Glauben, auf unsere Liebe. Schenke du uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht Christus, der unser Friede ist. Er nimmt hinweg die Sünde und den Tod der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So kommt, kostet und seht, wie gut der Herr ist. So lasst uns beten und Gott um seinen Segen für uns bitten.
Guter Gott, gestärkt durch dein Wort und durch die Gaben von Brot und Wein, gehen wir zuversichtlich in unseren Tag. Wir wollen in deiner Liebe bleiben. Wir wollen Frucht bringen, indem wir deine Liebe weitergeben an unsere Mitmenschen. Hilf uns, dass wir einander in Wort und Tat immer wieder Hoffnung und Mut machen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und so segne uns in seiner großen Liebe der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in seinen Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.